Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Und wie die meisten wissen werden, dreht sich hier vor allem ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und wir können das jetzt seit neuestem, also seit heute, noch auf eine andere Art und Weise machen, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, im Screener-Bereich, also hier, nach unterbewerteten Dividendenaktien zu scannen. Und zwar anhand des Fair Value Dividende. Hier wird die aktuelle Dividende bzw. die aktuelle Dividendenrendite mit der durchschnittlichen Dividendenrendite der Vergangenheit, der vergangenen 10 Jahre verglichen. Und wenn die aktuelle Dividendenrendite über der durchschnittlichen Dividendenrendite der Vergangenheit liegt, dann ist die Aktie unterbewertet und umgekehrt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und wir scrollen mal zu den Fair Value Spalten. Wir haben im Aktienfinder ja vier unterschiedliche Berechnungen des fairen Werts, die hier ja abgebildet sind. Und bis vor kurzem hatten wir eben nur diese drei fairen Werte, auch im Screener und jetzt eben auch diesen Fair Value Dividende. Ich habe hier unten im Chartbereich die meisten Serien ausgeblendet, damit wir uns hier auf das Wesentliche konzentrieren können. Das hier ist der faire Wert Dividende und der ist wie gesagt neu. Und wir können auch nach dieser Spalte bzw. nach dem fairen Wert Dividende filtern. Wenn wir das mal tun, zum Beispiel uns Dividendenaktien anzeigen, die anhand der aktuellen Dividendenrendite stark unbewertet scheinen, mindestens 25%, dann haben wir, wie viele Treffer? Mal gucken. Dann haben wir 134 Treffer. Wenn wir das Ganze jetzt hier mal sortieren, so dass die krassesten Unterbewertungen oben sind, dann können wir uns einfach mal zwei, drei Aktien anschauen, damit wir da ein Gefühl dafür kriegen. Diese fairen Werte, das sind ja immer theoretische Konstrukte und man muss die zugrunde liegenden Logiken verstehen, damit man diese Ergebnisse beurteilen kann. Und wir gucken uns jetzt mal einfach Heidelberg Zement zum Beispiel an. Und dann sehen wir hier die Dividendenhistorie, die sehr unzuverlässig gelaufen ist. Wir haben in 2003 einen kompletten Dividendenausfall gehabt. Wir haben starke Dividendenkürzungen 2009 gehabt, von 1,30 auf 12 Cent. Und seitdem haben wir aber wieder eine steigende Dividende. Wir sehen hier die historischen Dividendenrenditen, Durchschnitt des Geschäftsjahres hoch tief. Wir haben ja auch die typischen Entwicklungen der anspringenden Dividende, die rückblickend dann, wenn es bereits schlecht läuft, in die Höhe springt. Rückblickend meine ich, dass es die Dividende für 2008 ist, die 2008 ausgeschüttet wurde, nämlich hier die 1,30. Die Zukunft ist ja ungewiss. Man weiß bis kurz vor der Hauptversammlung eventuell nicht, wie viel Dividende jetzt ausgeschüttet wird, beziehungsweise ob gekürzt wird oder nicht. Deshalb ist das Standard hier. Lockt natürlich einige Anleger ins Verderben, die dann denken, mit 5,5% irgendwas eine sehr gute Dividende zu kriegen. Dann kommt die Realität, die Dividendenkürzung hier. Die Dividendenrendite fällt auf ein realistisches, aber leider auch niedriges Maß zurück. Warum steigt die Dividendenrendite so stark in 2008? Weil der Kurs so stark gefallen ist, von 104 Euro auf unter 25 Euro, also weniger als ein Viertel war dann die Aktie noch wert, vom Höchstkurs aus betrachtet. Das hat natürlich die Dividendenrendite erstmal nach oben katapultiert. Und dann haben wir hier dann eine steigende Dividende dann aber in den letzten Jahren und dann nochmal hier Stand heute, also letzter Stand heißt das jetzt, rollierend letzte vier Quartale, Fundamentaldaten, Kurs von heute. Dann sehen wir eben einen Höchstkurs beziehungsweise bezüglich der Rendite und dann steigt die Dividendenrendite laut Prognosen weiter an. Was heißt das jetzt auf den Fair Value Dividende bezogen? Der Fair Value Dividende guckt in der Vergangenheit auf die durchschnittliche Dividendenrendite, also nicht nach hier oben, sondern hier auf den Durchschnitt, also nicht quasi hier auf den Ausreißer. Und da sind wir hier doch jetzt schon deutlich über dem historischen Durchschnitt, der nur hier mal erreicht wurde, also der letzten 10 Jahre. Und letzter Stand sind wir deutlich über jedem einzelnen vorherigen Jahr und teilweise ganz extrem. Hier war ja die Dividendenrendite 0,3% und jetzt ist sie eben bei über 3%, also 10-mal höher. Und wenn wir uns jetzt das Resultat angucken, dann werden wir eben sehen, dass der Fair Value Dividende ganz schön abhebt im Vergleich zum tatsächlichen Kurs.
nämlich hier. Und der Fair Value Dividende wäre dann bei 185 Euro fast. Und das heißt gut dreimal über dem aktuellen Kurs. Und das ist natürlich nicht so realistisch. Und das sieht man auch, wenn man andere faire Werte mit einbezieht. Und das sieht man dann auch, dass der operative Cashflow historisch betrachtet am nächsten lag. Gehen wir mal hier weg vom Tooltip, am nächsten am Kurs sich orientiert hat, sodass wir diesem das höchste Vertrauen schenken können. Dieses Phänomen, dass der Fair Value Dividenden einen relativ hohen Wert anzeigt, bekommt man relativ häufig, wenn man nach extremen Unterbewertungen hier scannt. Wenn wir weniger stark unterbewertete Aktien suchen, dann kommen wir in deutlich realistischere Bereiche rein. Wenn wir uns zum Beispiel mal Public Storage angucken, hier, das ist ein REIT, also Real Estate Investment Trust, habe ich auch mal ein Video drüber gedreht, sogar zwei, und der ist unterbewertet anhand der Dividende mit immerhin noch um 6%. Und gerade bei REITs, die stehen ja hoch im Kurs bei Dividendenanlegern, auch völlig zu Recht. Und wir sehen hier, dass die aktuelle Dividende 3,95% beträgt. Das ist für einen REIT jetzt nicht unbedingt niedrig, aber auch nicht sehr hoch. Und wir sehen, dass wir da ja hier in den letzten Jahren auf jeden Fall drunter gelegen sind, hier in den letzten Jahren hier ungefähr dabei gewesen sind. Und ich glaube, das kommt auch noch rein. Und hier waren wir auch drunter. Und wenn wir uns dann den Fair Value Dividende anschauen, dann sehen wir, dass der mit dem Preis relativ gleichmäßig ist, er gleichmäßig gelaufen. Naja, hier war er unterbewertet, hier ist er aber relativ nah dann dran und hier eben dann mit den 6% Unterbewertung. Wenn wir uns den Fair Value basierend auf dem Funds from Operations sehen, da sehen wir dann auch, dass dieser teilweise weiter weggelegen ist vom Preis als der Fair Value Dividende, also hier in den Jahren. Und momentan bewegt sich der Kurs zwischen beiden, zwischen dem Fair Value KGV, der auf dem Funds from Operations in diesem Fall basiert, und dem Fair Value Dividende. Also das heißt, die Aktie scheint derzeit relativ fair bewertet zu sein, aus Dividendensicht aber leicht unterbewertet. Das heißt jetzt also zusammenfassend, Fair Value Dividende, das ist jetzt kein Wundermittel, um hier mal schnell zu scannen und dann die absoluten Dividendenschnäppchen zu kriegen. Man muss schon sich das Ganze anschauen. Und so als Daumenregel würde ich sagen, dass je weiter oder je krasser die Dividendenunterbewertung, also die Unterbewertung anhand des Fair Value Dividende scheint, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesem Fair Value kein Vertrauen schenken können. Wenn es sich aber um moderate Unterbewertung handelt, wie im Fall von Public Storage, dann kann es schon sein, dass es tatsächlich Sinn macht und uns auch wirklich hilft auch beim Scannen hier. Das war also der Fair Value Dividende hier oben, nachdem man wie gesagt auch filtern kann. Ich hoffe, das Video hat gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.